Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Sie wurde scharfer, 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 scharfer. 6,5 Stunden später. Scharfer Scharfschütze. Yeah. Weiter geht's. In dieser Folge soll es etwas länger werden, weil die letzte Folge ja nur 7 Minuten war. Und in dieser Folge wollen wir mal ein bisschen hier die Meldung angucken. Ich werde sie auch vorlesen. Seid grüßt, Commander. Es hat sich die Gelegenheit ergeben, dass eine unheimlich effektive Person zu unserer Allianz stoßen könnte. Ich wende mich diesbezüglich direkt an euch, da die Person Major Pierce ein begeisterter Unterstützer des Imperiums ist und Admiral Eugo hat die alten Feindseligkeiten noch nicht vollständig begraben. Major Piercings Dienstattrakte sind voller aggressiver Siege. Es ist einer der besten Soldaten, der je im mittleren Militär gedient hat. Aber seine aktuellen Voraussetzungen haben ihn aus dem aktiven Dienst gezogen und auf Drum und Kart als Probandafigur eingesetzt, um den Moral zu heben. Was für eine Verschwendung, seid überragendes Talente. Ich glaube, ihr könnt ihn dazu bringen, uns beizutreten und wieder auf das Schlachtfeld zurückzukehren, wo er hingehört. Und das gucken wir, dann gehen wir doch mal zur Meldungsposition. Na? Hä? Geht das von hier aus nicht? Hä? Ach so, jetzt. Drum und Kars. Ich sag mal, ganz kurz einen Schnitt bis gleich. So, da sind wir auch auf Drum und Kars. Hier ist ja Major Peace. Ah, wir kriegen auch direkt hier eine Quest. Was weiß ich, wenn ich die aufgebe? Nee, ich kann sie vielleicht nicht wieder annehmen. Okay. Dann geht's direkt hier zu Major Peace. Bin gespannt, wie diese Quests laufen. Die werden sie auf jeden Fall alle machen. Wir sind hier, um über Zahlen und Fakten zu schwafeln, Lieutenant. Wir berichten über Siege. Blutige, hart erkämpfte Siege. Beschafft mir bis 2200 ein, sonst erfährt Car City von eurer geplanten Selbstmordmission nach Coruscant. Wegtreten! Also das ist interessant. Ihr seid der Geheimdienstoffizier, der Ma beraten hat, bevor wir zum ersten Mal auf Sakul gestoßen sind. Major Pierce. Was führt euch ins Außenbüro? Ihr habt viele Reden gehalten, in denen ihr Leute aufgefordert habt, mehr zu tun, als nur ihre Pflicht zu erfüllen. Wie schlimm ist es? Eure Dienstakte ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Sie hat mein Interesse geweckt. Pierce, ich habe den Namen schon gehört. Nur wo? Sie hat das Interesse vieler Leute geweckt und hat mir diesen verfluchten Posten beschert. Aber dieser Tage werde ich nur noch herumgezeigt wie eine verfluchte Trophäe. Die Idioten da oben denken, das wäre gut für die Moral. Siege sind gut für die Moral. Anscheinend hat die Republik Sakul aufgegeben und verwendet jetzt alles, was sie noch hat, darauf, uns in den Hintern zu treten. Arkan wird uns beide zerstören, wenn wir uns nicht gegen ihn vereinen. Dann wird es Zeit, dass wir ihnen zeigen, dass wir nicht so einfach aufgeben. Wenn das hier so weitergeht, muss er das gar nicht. Das Imperium wird nicht in der Lage sein, Sakul anzugehen, ohne die Republik zurückzudrängen. Nur wenn Siege errungen werden, ändert sich das vielleicht. Das hoffe ich. Dann komme ich vielleicht aus diesem Mief raus und wieder in den Einsatz. Bitte entschuldigt mich. Die Minister warten. Bringt mir nächstes Mal einen guten Einsatz, wenn ihr in der Nähe seid. Hast du nochmal Kriegsgebietsspiele gespielt, Siege? Was, wie bitte? Ich muss Kriegsgebiete spielen? Okay. Das werden wir mit Sicherheit erstmal noch nicht machen. Guck mal erstmal, ich nehme erstmal alle mal vielleicht nur an. Lieber Tod als Schande. Commander, durch Meditation wurde in einer Vision gewahr, die uns Wachstum führen wird. Ich sehe einen Schatten, der über Ilum wandert. Ich höre verzweifelt Schreie um Hilfe und nach Gerechtigkeit. In meiner Vision reist sie nach Ilum und spreche dort mit einem Menschen, dem Vorarbeiter. Diese Taten können sich als günstig erweisen. Ich vertraue darauf, dass ihr auf dem richtigen Weg führen werdet. Okay. Oh, wir haben noch ziemlich viele Quests hier. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Ach so, es dauert jemand, weil er hier nochmal das hier macht. Reisen wir mal zum Kontakt hin. Wo geht's denn jetzt? Nach Ilum? Ja, nach Ilum. Dann mache ich jetzt mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So, da sind wir auf Ilum gelandet. Lieber Tod als Schande. Finde den Minenvorarbeiter und sprich mit ihm. Okay. Ach, jetzt
Genau in dem Moment, wo ich auf Start drücken will, geht natürlich mein Tablet wieder aus. Zum Eisschilf passt. Was soll ich denn da drin? Hä? Was? Da ist was? Warum ist mir das bisher noch nie aufgefallen, dass da was ist? Zum Lager des Minenfeuers. Aber jetzt, aber war das schon immer so? Das ist so hier der Weg, wo man mit dem Gleiter lang fährt, wenn man zum Gree-Event fährt. Tatsache, hier ist eine Tür. Hä? Seit wann ist denn? Ich glaube, die war aber damals noch nicht hier, die Tür. Ich war damals so eine Wand. Oder ist sie nur da, wenn man diese Mission macht? Kann natürlich auch sein. Die Uhr ist ja eigentlich auch nur da, wenn man diese Mission, glaube ich, gerade macht. Und auch auf Zako, der Taxidroide, ist ja auch nur da, wenn man da erst hin darf in die Unterstadt. So, hier ist der Minenvorarbeiter. Ich finde es aber gut, dass hier die neuen Gespräche verwendet werden. Immer noch nichts von Schacht 12. Atmosphärische Störungen, vielleicht. Versucht weiter, sie zu erreichen. Versucht es einfach weiter. Ich verliere da draußen nicht noch jemanden. Seid ihr vom Militär? Bitte sagt mir, dass ihr nicht zu diesem Mörder gehört. Nee. Zu wem ich gehöre, ist hier nicht von Belang. Ich habe euren Notruf gehört. Atmet erstmal durch. Ich bin hier, um euch zu helfen. Das hängt ganz davon ab, ist hier eine republikanische Operation? Nur ihr? Ich... Nein, vergesst es. Ihr wisst sicher, was ihr tut. Alles lief eigentlich ganz gut, bis vor ein paar Wochen. Aus einigen von unseren Lagern meldete sich niemand mehr. Dann haben wir angefangen, die Leichen zu finden. In Stücke gehackt. Sonst wurde nichts angerührt. Er scheint nur darauf aus zu sein, uns zu schaden. Irgendein Hinweis, wie ich den Mörder finden könnte? Ich glaube nicht, dass es angebracht ist, einfach ihm auf ihm zu warten. Es hört sich ganz nach einem Racheakt an. Irgendeine Idee, wie ich zu einem Feind... Was ihn zu einem Feind gemacht hat? Nein, überhaupt nicht. Es hat angefangen, als wir bei Schacht 16 gearbeitet haben. Vielleicht nur ein Zufall. Aber womöglich ist dort ja etwas, von dem wir noch nichts wissen. Ich gehe der Sache nach. Das scheint nur die beste Spur zu sein, die wir momentan haben. Mission ablehnen. Ich habe keine Zeit, irgendwelche Schatten hierher zu jagen. Wir machen natürlich die Mission. Deswegen machen wir die 1. Ich werde Schacht 16 auf eurer Karte kennzeichnen. Seid bitte vorsichtig. Der Typ wird sicher nicht zögern, euch zu töten, wenn ihr ihm über den Weg lauft. Okay. Das PvP werde ich übrigens später mal offscreen machen, das werde ich nicht aufnehmen. Es sei denn, ihr wollt es. Wo muss ich denn jetzt hin? Da supporte ich mich zur Basis. Also diese Meldungsmission finde ich geil. Ich glaube, vielleicht war sogar das mit dem Druiden, mit dieser Rätselquest da oder was auch immer das war. Gut, eine Rätselquest war das eigentlich nicht wirklich. Wo man da nachdenken muss, was man zu wem zuweisen muss. Vielleicht auch so eine Meldungsquest. Ich habe es die ganze Zeit nicht gecheckt, weil ich nicht in dem Fenster war. Das ist natürlich alles Theorie, deswegen halte ich mal das Maul zu. Ja. So, erstmal Gleiter nehmen. Ja, ich liebe es. Ich kann im Laufen den Gleiter nutzen. Per Quest haben wir eigentlich noch. 1, 2, 3, 4, 5. Das war zweimal der Typ und zweimal der. Bist du, wie du bist. Mein Agro. Agro, sag ich schon. Kontakt ansehen, wer bist du denn überhaupt? Du bist der Typ, wer bist du? Du bist der Doktor da. Der Rote. Wie fahre ich denn hier am besten? Ich glaube, ich fahre einfach mal so geradeaus. Ich glaube, ich nehme den Weg. Ich fahre so. Hier mal so geradeaus durch. Ach, egal. Ich werde schon irgendwie den Weg finden. Auf Ilum kenne ich mich eigentlich nicht mehr so doll aus. Aber Allianzmeldung mache ich natürlich. Mit euch zusammen, weil es halt Quests sind. Aber warum erscheinen die eigentlich erst jetzt? Oh, eine Kiste. Ich habe es gerade wieder vergessen, dass ich ja am Laufen das auch mache. Oh, geil, ein Kristall. Wer braucht das schon? Moment, wo muss ich jetzt nochmal lang? Nee, da komme ich gar nicht lang. Nicht so lang. Ich dürfte von denen nicht mehr runtergeschubst werden. Die sind alle 50. Und ich bin 50, 52 hier. Da kann ich nicht hoch. Ich glaube, ich fahre jetzt hier den Weg lang. Als wird das eine langweilige Folge, ey. Habe ich hier schon alle Datacrons? Ich gerade irgendwie so ein komisches Geräusch gehört, deswegen hat es
Ilum, 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 ja, ich habe alle. So, wie noch so ein Sanitätsdruiden, toll. Eigentlich mal kein Gong-Druide mehr. Hab ich was zu verkaufen zufällig? Yep, hab ich. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So, das kann ich ja gar nicht verkaufen. Leben Sie wohl. Stimmt, ja, stimmt, ja. Wurde ich gerade angeschrieben? Ich hasse es, manchmal höre ich irgend so ein Geräusch. Ich schreib mal Hi. Was, republikanisches Gebiet? Aber es gibt keine PvP-Markierung. Was? Da drin? WTH? Nee. Hä? Warum soll ich denn da rein? Warum sagt mir die Quest, ich soll da rein? Das ist ja total gestört. Und wie komme ich da wohl vorbei, wenn dieser scheiß Druide da ist? Ich probiere jetzt einfach. Das ist 52. Das kann ich nicht mitnehmen. Aber warum führt mich wieder die Quest in das Lager rein? Das ist ja total gestört. Garantiert werde ich jetzt nicht dem Pfeil da folgen, weil ich genau weiß, dass ich sterben werde, weil ich keine Tarnung habe. Mit Tarnung würde ich es vielleicht probieren, aber nicht so. Also wahrscheinlich, weil man dann dadurch gehen könnte, dann dort rauskommt und dann da runter gehen könnte. Ja, das geht aber nicht, weil wir halt da nicht hinkommen. Und ich will jetzt nicht riskieren zu sterben. Weil ich glaube, sonst spawnen wir wieder bei dem Medicenter gerade eben, wo wir was verkauft haben. Zwar nicht so weit weg, aber es nervt trotzdem wieder hinzulaufen. Man gibt ja vielleicht einen Codex-Eintrag, wenn ich die besiege. Die ich noch nicht habe. Deswegen sehe ich den mal schnell. Nee. Aber wenn man schön Items, die man verkaufen kann und... Komm, Juhn, ich will den Loot verkaufen, ja. Eine langweilige Folge, ich sehe es jetzt schon. Oh, ein gefrorener See. Gut, gefroren ist eigentlich nicht. Ist der gefroren? Ja, der ist gefroren, okay. Oh Gott. Untersuche Schacht 16. Nee, komm, ich bin jetzt noch nicht die Folge, weil die Folge ist total langweilig. Ich bin nur am Fahren. Sicher hätte ich das rausschneiden sollen. Nee. Ich habe ja auch Spaß am Aufnehmen und am Rendern. Nee, am Rendern eigentlich nicht, aber am Aufnehmen. Moment, wo ist jetzt Schacht 16? Ah, nee. Ah, lass das Lager Holocom. Falls kein Holocom ist, ist es egal. Ein Datenpad ist es. Die große nützliche gewachsene Höhle bei der Grabstätte war ein echter Segen. Das Wetter ist hier echte Plage. Ihr solltet die vorläufige Habitze in ein paar Stunden eingerichtet haben und morgen können wir mit dem Ausgraben beginnen. Nächster Eintrag, nicht weiterlesen. Sieht ganz so aus, als hätten auch schon jemand anderes in die Höhle einen sicheren Ort genutzt. Ich habe ein paar Lebenszeichen gefunden. Ein kleiner Tempel oder Schrein steht direkt auf den Kristallfluss. Farbsch glaubt, ich wäre irgendwo uralte, primitive Kultstätte, aber so alt sieht es für mich gar nicht aus. Ich habe den Vorarbeiter Bescheid gegeben, aber wir verlieren mindestens einen ganzen Tag, wenn wir die Sache nachgehen. Nächster Eintrag. Sieht so aus, als würden wir weiter nach Plan vorgehen. Ich wette, das Unternehmen pfeift darauf, herauszufinden, wer hier Rechte an kulturellen Artefakten haben könnte. Spielt eh keine Rolle mehr. Sollte der Abbau beginnen. Sobald der Abbau beginnt, ist schon irgendwie eine Schande. Da hat jemand richtig viel Arbeit reingesteckt. Vielleicht mache ich jetzt eine Holoaufnahme davon. Okay. Sollen wir das gar nicht lesen? Ach so, das sollen wir gar nicht lesen. Voll Idiot, ey. Voll Idiot, ey. Ist jemand da draußen? Hallo? Bitte, so antworte doch jemand! Hallo. Wer ist da? Was ist da los? Gehört ihr zum Personal des Wienbetriebs? Warum schreit ihr so? Anna, bei Schacht 12! Wir können das Basislager nicht erreichen! Dieses Monster! Er hat alle außerhalb der Tunnel getötet! Und jetzt geht er am Ausgang auf und ab und wartet. Wir sitzen in der Falle. Ich helfe dir. Oh, ich glaube, er hat mich gehört. Er kommt her. Hilfe, bitte helft uns. Ich helfe dir doch schon. Rette Anna an Schacht 12. Nein, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Ich muss die schnell beenden. Ja, das Datenblatt haben wir zumindest auch gelesen. Zum Glück ist es mir jetzt überhaupt aufgefallen, dass es da liegt. Ja. Die Folge ist vorbei. Bis zur nächsten Folge. Ciao.